Yummy, yummy. Herzlich willkommen bei Miss Tipps and Tricks. Das ist ja jetzt so meine Lieblingsjahreszeit, wo es ganz viel Kürbisse gibt und ganz viel unterschiedliche Kürbisse. Und ich mag sehr gerne, oder wir mögen sehr gerne Kürbisgerichte. Und ich möchte euch eins davon zeigen. Es ist ein bisschen orientalisch angehaucht und ich hoffe, es schmeckt euch genauso gut wie mir. Und zwar gibt es gefüllten Hokkaido-Kürbis. Ich zeige euch mal die Zutaten, die wir dazu brauchen. Und zwar diesen natürlich nicht. Wir brauchen 2 bis 3 Hokkaido-Kürbisse. Dann brauchen wir eine Zwiebel, 500 Gramm Hackfleisch, Schafsfeta. Man kann natürlich auch normalen Feta-Käse nehmen, aber ich finde, das passt da einfach besser rein. Aber man kann, schmeckt bestimmt auch mit anderen Feta-Käse. Und Couscous und ja, Gemüsebrühe. Und das zeige ich euch gleich mal, wie wir das ansetzen. So, als erstes nehmen wir die halbe Packung von dem Couscous. Der ist übrigens in 5 Minuten zubereitet. Den machen wir in eine saubere Schüssel. Also man kann es natürlich jetzt auch abwiegen, aber ganz so wichtig ist das jetzt nicht oder ganz so genau muss man da nicht sein. Und dann habe ich 350 Milliliter heißes Wasser und da habe ich klare Brühe aufgelöst. Und das gießen wir jetzt einfach in den Couscous, rühren das ein bisschen um. Also ich habe das schön würzig gemacht, weil der Kürbis hat ja gleich nicht so viel Geschmack, wenn wir das da reingeben und schichten. So, das lassen wir jetzt 5 Minuten ziehen. Und ja, so lange können wir dann den Kürbis, den habe ich schon mal halbieren lassen. Und das würde ich jetzt einfach diese Kerne. Schön aushöhlen. Das oben ein bisschen wegschneiden. Unten ein wenig. Und das Ganze oder die Kürbishälften würde ich dann ein bisschen mit Salz einreiben oder einstreuen. Und dann so lange auf einem Backblech legen. Das machen wir jetzt mit allen anderen Kürbissen, Hälften oder Kürbishälften. Ich habe 3 Kürbisse genommen und habe so gleich 2 Tage eine Mahlzeit. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, in der Zwischenzeit können wir den Backofen schon mal vorheizen. Umluft 170 Grad. Und mit dem Couscous weitermachen. Und zwar gebe ich jetzt eine Knoblauchzehe. Presse ich da durch. Und ein Teelöffel getrocknete Minze, die bekommt man in einem türkischen Lebensmittelladen, vielleicht auch im asiatischen Lebensmittelladen, das kommt ja auch noch dran, weil wir wollen das Ganze ja so ein bisschen orientalisch angehaucht machen. Das rühren wir jetzt einmal unter. Das duftet so lecker.
Ich würde zum Beispiel jetzt noch Butter in den Gusgus, wenn man den als Salat macht. Und Schafskäse und geröstete Paprika Würfel mit reinmachen. Und natürlich Butter, wenn er noch ziemlich warm ist. Dann schmeckt der auch total lecker. Aber da wir ja Hackfleisch gleich mit schichten, hat es schon genug Fett. Also belassen wir das dann mit dem, ja, mit der Butter. Ich habe die Kürbisse jetzt alle ausgehöhlt und auf ein Backpapier, auf ein Backblech mit Backpapier gegeben. Und diese Kürbisse dann ein bisschen gesalzen. Und ja, das war der Vorführeffekt, den habe ich vergessen. So eine kleine Schnittfläche reingeschnitten, damit die dann schön gerade stehen. Habe ich überall sonst gemacht, außer vorne bei dem einen. Dann mache ich das gleich noch. Ansonsten kann es halt sein, dass sie umkippen. Und das wäre halt, ja, schade, ne? Dann würzen wir das Hackfleisch. Und zwar mit ein Teelöffel Salz. Ein halben Teelöffel Pfeffer und Zwiebel. Und am besten schöne kleine Zwiebelwürfel. Ich kann euch das mal einen kleinen Tipp zeigen, wie man ganz gleichmäßige Zwiebelwürfel hinbekommt. Und zwar schneiden wir die Zwiebel erst nicht bis ganz unten hin, sonst ist das ein bisschen schwieriger, bis zum Dreiviertel ungefähr. Einfach in so Scheiben. Wie gesagt, ganz wichtig, nicht ganz durchschneiden. Und dann jetzt entgegengesetzt. Das heißt, wir haben ja jetzt diesen Schnitt und dann einmal genau entgegengesetzt. Hier ist auch sehr wichtig, nicht ganz durchschneiden. So. Und dann brauchen wir nur noch einfach so runterschneiden. Und schon hat man gleichmäßige Würfel. So habe ich das bei meiner Oma abgeguckt. So, bis hierher. Das könnte man jetzt noch klein schneiden, das mache ich aber meistens immer weg. Und wenn man hinguckt, sind das ganz gleichmäßige Würfel. Und ja, finde ich eigentlich eine super Sache. Mache ich eigentlich immer so. Und diese geben wir natürlich jetzt zum Hackfleisch dazu. Und da gebe ich auch noch einen Teelöffel Minze, getrocknet, dazu. Man kann natürlich auch frische nehmen, aber die getrocknete Minze ist eine gute Alternative. So, und das matschen wir jetzt schön. Matschen oder vermengen. Normalerweise mache ich auch noch so klare Brühe, diese Instant-Brühe, mache ich noch ins Hackfleisch. Aber da ich den Couscous gerade schon recht gut gewürzt habe, wollte ich das jetzt nicht zu viel machen, weil der Feta-Käse ist ja auch noch recht salzig. Also bin ich jetzt beim Hackfleisch ein bisschen zurückhaltender und vorsichtiger. Ich meine, ich liebe das schon sehr würzig und deftig, aber ich glaube, nicht jeder mag das dann so. So, und dann machen wir einmal kurz Pause.
Dann den Schafskäse, kleine Krümel. So, und jetzt fangen wir an mit dem Schichten. Wie man da jetzt anfängt, ist eigentlich total egal. Hauptsache ist, dass da schön, wie bei einer Lasagne halt, schön geschichtet wird. Und dann wieder Hackfleisch. Man kann das natürlich auch mit den Fingern machen. Ich glaube, das geht auch viel einfacher. Und wichtig ist, dass man das schön andrückt und schön. Und als letzten Abschluss auf jeden Fall Käse. Und dann halt so lange weitermachen, bis es aufgebraucht ist. Wobei ich jetzt sehe, dass, oder wobei es mal wieder ganz typisch für mich ist, dass ich wieder mal zu viel Couscous mache. Aber dann werde ich von dem restlichen dann einen Salat draus machen. Mmh, lecker, lecker, da freue ich mich schon drauf. So, dann werde ich wohl einen vegetarischen machen. Und kann euch dann ja mal unter das Video schreiben, wie das auch ohne Hackfleisch schmeckt. So, ich streiche jetzt noch mit ein bisschen Öl den Rand ein, damit der nicht so schnell verbrennt. Dieses Gericht kann man auch total schön vorkochen und dann einfach nochmal in der Mikrowelle aufwärmen oder auch im Backofen. Hält sich 2-3 Tage im Kühlschrank und ich finde, so nach 2-3 Tagen schmeckt das, oder nächsten Tag, wenn man das vorkocht, finde ich persönlich, dass es dann viel intensiver schmeckt. Und ja, probiert es einfach mal aus. So, wir stellen das jetzt im Backofen für 45 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger. Es kommt ganz darauf an, wie groß die Kürbisse sind, die Hokkaidos. Und ja, am besten probiert man einfach mal mit so einer Gabel reinstechen in das Kürbisfleisch von oben, wie weich das ist. Ja, also sehen wir uns, wenn es fertig ist. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Hier nochmal ein kleiner Vorher-Nachher-Blick. Es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge, so ein halber Kürbis. Also verschätzt euch da nicht. Da sieht zwar irgendwie wenig aus, aber der Kürbis, der stopft schon sehr. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Ich habe es doch eine Stunde im Backofen backen lassen. Und ja, ich freue mich schon sehr auf diesen Genuss. Mmh, yummy, 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 yummy. Das schaut lecker aus. So, ich habe es mal ein bisschen angerichtet. Und zwar habe ich einfach nur ja, so ein Klecks saure Sahne dazu gemacht. Man kann auch Creme Fraiche nehmen oder Schmand und noch ein bisschen von den Couscous, der übergeblieben ist. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit, beziehungsweise viel Spaß beim Nachmachen. Und würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt. Also tschüssi, viel Spaß!